Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir stecken momentan alle miteinander, und zwar knietief, in einer Gesundheitskrise. Und du und ich und wir alle wissen, es ist eine Wirtschaftskrise, die jetzt auf uns zukommt. Und für den einen ist sie intensiver, für den anderen weniger. Aber was können wir jetzt tun? Was unterstützt uns jetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Überblick zu behalten, die Orientierung zu haben, kreativ zu bleiben? Und da besprechen wir jetzt zwei Werkzeuge. Eines davon hat uns bis jetzt sehr gedient, das war sehr hilfreich. Aber ab jetzt, ab diesem Punkt, müssen wir das Werkzeug wechseln, weil das hilft uns ab jetzt nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Und wenn wir das machen, nachher bleiben wir ruhig und gelassen, können die richtigen Entscheidungen treffen und bleiben auch weiterhin erfolgreich oder können neue Ideen entwickeln, aufbauen und umsetzen. Und wie diese zwei Werkzeuge ausschauen, das schauen wir uns jetzt an. Wie ist es denn dir gegangen in der Kindheit, in deiner Jugend, am Heranwachsen, wie du Familie gegründet hast? Ist das alles reibungslos gegangen? Ist das alles super genial leicht gegangen? Bei uns war es nicht so. Wir waren gesegnet mit großen Herausforderungen. Und ich habe mir immer wieder gedacht, wozu sind eigentlich immer solche großen Herausforderungen notwendig? Und irgendwann habe ich es erkannt. Diese Herausforderungen sind deswegen notwendig, dass wir uns weiterentwickeln. Weil ganz ehrlich, kennst du jemanden in deinem Umfeld, der in einer totalen Komfortzone, das heißt, wo alles angenehm und alles fein ist, der sich da weiterentwickelt? Kennst du jemanden? Dich eingeschlossen. Also ich kenne niemanden. Mich eingeschlossen. Das heißt, wenn es unangenehm wird, wenn es unruhig wird, dann entwickeln wir uns viel, viel leichter weiter. Und jetzt, wie versprochen, die zwei Werkzeuge. Das eine Werkzeug, haben wir schon gesagt, das hat uns bisher sehr gedient. Wir haben einen großen Nutzen daraus gezogen. Aber ab jetzt müssen wir einen Switch machen. Was meine ich? Ich meine das innere Navigationssystem. Ein Navigationssystem schöpft immer von zwei Dingen. Einmal braucht es einen klaren Zielfokus, das heißt, wohin will ich ganz genau? Und als zweites braucht es die Erfahrungen, die was wir bis jetzt gemacht haben. Das heißt, du hast immer mit deinen Erfahrungen, die hast du in die Zukunft projiziert und hast gesagt, okay, das wird dann so funktionieren, ja, so müsste ich dann das Ziel auch erreichen. Jetzt ist es aber so in einer intensiven Krise, dass uns das Ziel irgendwie verloren geht. Wir wissen jetzt nicht mehr, werden wir das erreichen? Wird sich das vielleicht ändern? Jetzt sind die Zeiten recht unsicher. Und zur aktuellen Situation haben wir alle keine Erfahrungen. Wir versuchen sie alle zu meistern, aber Erfahrungen haben wir zu dem Thema keine. Das heißt, unser inneres Navigationssystem funktioniert nicht mehr. Wenn wir jetzt aber den Switch machen und unseren inneren Kompass aktivieren, das heißt, unsere Richtung ist ja klar. Und wenn wir nachher den Fokus vom Ziel denken wie vorher, auf den jetzigen Moment legen. Das heißt, was ist jetzt gerade zu tun? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und nachher bist du viel klarer und viel freier handlungsfähig, als wenn du immer an die Zukunft denkst. Das heißt, wir schauen jetzt auf den nächsten Schritt und treffen da auch die Entscheidungen. Klare und eindeutige Entscheidungen. Und wenn der nächste Schritt gemacht ist, dann gehen wir auf den übernächsten Schritt. Und so handeln wir uns immer weiter und kommen automatisch der Richtung, die wir definiert haben, immer näher. Und wir bleiben gelassen und ruhig, denn wir sehen nicht immer die ungewisse, jetzt immer noch unsichere Zukunft, sondern wir schauen auf das, was jetzt da ist. Und ganz wichtig, jetzt müssen wir gut darauf achten, dass unser System sauber bleibt. Was meine ich damit? Jetzt gibt es sehr viele Menschen, die was viel Angst haben. Das heißt, die Menschen arbeiten noch mit ihrem alten System, das heißt mit ihrem Navigationssystem. Die Zukunft ist auf einmal irgendwie unsicher, wir haben keine Erfahrungen und da probiert man jetzt, sich irgendwie zurechtzufinden. Und da entsteht Angst. Wir haben jetzt gelernt, dass wir unser Navigationssystem mit dem Kompass tauschen sollten. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Kompass. Das heißt,
Wir haben unsere Angst minimiert, denn wir konzentrieren uns jetzt einfach auf den nächsten Schritt. Jetzt könnte man das so vergleichen, Menschen mit Angst, die haben unklares, unsauberes Wasser in ihrem Wasserglas. Und Menschen ohne Angst, die haben in ihrem Wasserglas sauberes, nährstoffreiches Quellwasser. Und Menschen, die etwas viel Angst haben, möchten von Menschen, die etwas keine Angst haben, möchten jetzt dieses klare, saubere Quellwasser mit Nährstoffen drin haben. Logisch, will jeder haben. Und da müssen wir jetzt gut aufpassen, denn da passiert noch etwas. Menschen, die jetzt viel Angst haben, versuchen, andere Menschen unbewusst anzustecken. Das heißt, dich anzustecken und sagen, schau, wie schlimm, wie schwierig, wie katastrophal das alles ist. Wenn du jetzt da mitgehst in dieses kollektive Angstdenken, dann wird dein System, dein inneres System sehr schnell verschmutzt, verdreckt. Also Angst besetzt. Und das können wir uns alle nicht leisten. Wir müssen klar bleiben, sauber bleiben. Und das gelingt uns, wenn wir den Kompass in die Hand nehmen. Und jetzt müssen wir ein bisschen mehr achtsam sein, dass unser System sauber bleibt.